exklusiven Capital Bra Eistee. Einfach in einem Safe. Und wir kommen da nicht ran. Du gehörst zu den Ersten, die den Brattee probieren. Und ich freue mich brutal auf deine Meinung. Wie du an den Brattee rankommst, check am 13.02. die Instagram-Story oder das Code-Reveal-Highlight von Brattee Official. 187. Ich hab's geschafft, Mann. Zahlencode ist Piep. Machen wir gleich mal die zweite rein. Das ist Tuna. Da bin ich gespannt. Weil viele, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Thunfischpizza bestellst bei einem Italiener, die backen sie ja nicht mit, sondern die hauen sie rein, dann ist das Ding und dann machen sie Thunfisch dann oben drauf auf den warmen Belag und dann ist es halt im Grunde fertig. Ja. Also optisch gesehen ist es halt schon jetzt erst einmal. Also Optik will ich denen jetzt mal keine volle Punktzahl geben, ganz ehrlich. Ja. Aber hier, Kirschtomaten, finde ich schon mal gut. Kirschtomaten immer gut. Zwiebeln, Thunfisch, Käse, weiße Soße. Schauen wir mal. Und die tun wir mal da unten rein. So, Leute. Die Pizzen sind fertig. Wir haben auch alles hier vorbereitet. Wir haben eine Instagram-Post. Gute Arbeit an Chong. Der gönnt sich die Mütze. So, erster Schluck. Zum Wohle. Also, wer Eistee kennt, ja, trinkt und dann ist es eigentlich immer so süß, pappsüß irgendwie. Und das ist nicht so süß. Also, das ist angenehm süß und schmeckt aber auch nach dem, was drin ist eigentlich. Das ist ja voll, ist ja gar nicht süß, Mann. Ernsthaft? Ist nicht voll süß. Frisch, Mann. Voll frisch. Ist gar nicht süß. Echt gar nicht mehr so schlecht. Muss man die anderen probieren noch? Ja. Also Granatapfel, Eistee schmeckt fast wie Granatapfelsaft. Ja. Bloß nicht. Bisschen wässriger, weißt du, wie ein Eistee hat der. Und was kann das hat auch nicht diesen bitteren Nachgeschmack, den es oft gibt bei so weil der Tee halt immer relativ bitter ist. Ja, Mann. Pizza auch noch. Also schaut echt gut aus, ja. Also vom Ding her. Hörst du das? Das ist echt gut, ja, vom Teig her. Ich persönlich mag keine dicken Pizzen, ganz ehrlich. Ich mag immer schön dünn. Geschmacklich. Okay, vom Sound her klingt es schon gut. Mhm. Belag ist super. Also, Salami schmeckt. Ciao, Pizza, komm, mal Pizza. Super saftig. Ja. Also, der Boden ist richtig geil. Der Boden schmeckt richtig gut, richtig geiler Teig. Der Teig schmeckt nicht schlecht. Also, nein, das ist gut. Für eine Tiefkühlpizza schmeckt der Teig schon echt gut. Also ich esse schon echt viel Tiefkühlpizza und ich muss sagen, Teig an sich, also wenn ihr mal Tiefkühlpizza kauft, ist echt nicht schlecht. Was macht die Salami? Haben wir gar nicht probiert. Salami schmeckt wirklich nach Salami wirklich gut. Mir fehlt es ein bisschen an Gewürzen, sage ich jetzt mal. Ja, ist relativ einfach, aber das Brot ist geil. Das schmeckst du. Also das Brot, dieser Teig. Die schmeckst du, das ist echt gut, wirklich, das ist echt gut. Mir fehlt es an Gewürzen, so ein bisschen. Auf Kappi. Mir fehlt echt ein bisschen Gewürz. Die Salami ist echt groß. Die ist super. Hammer. Die ist echt gut. Aber sag mal ehrlich, der Teig, also der Boden ist auch ernst lecker, oder? Ja, der Boden ist gut. Du schmeckst ihn total. Wahnsinn. Guter Biss. Weißt du, was ich meine? Das ist kein Pizzateig, ja. Thunfisch, Leute. Thunfisch auch noch nicht ausgetrocknet oder so. Ja. Schön saftig auch, ja. Auf jeden Fall. Probieren kann man auf jeden Fall. Probieren kann man es auf jeden Fall. Das ist echt alles auch Geschmackssache. Ich finde es gut. Wirklich gut. Also für eine Tiefkühlpizza ist echt gut. Also der Boden, das Brot, dieser Teig, das fasziniert mich, weil das für mich kein Pizzateig ist. Das ist eher für mich Brotteig. Also, die sind echt gut.
Weil Salami ist auch sehr lecker. Ich muss sagen, ich habe eigentlich Schlimmeres von den Pizzen gehört, aber ungerechtfertigt meiner Meinung nach. So, nächste Sorte. Ich hatte Melone. Machen wir alle nacheinander. Also Zitrone hattest du schon, Tati? Hatte ich schon, ja. Ich hatte jetzt Pfirsich. Was war Feedback? Ich hatte Zitrone und Pfirsich. Was war dein Feedback zu Zitrone? Gut, sehr lecker. Schmeckt nach Zitronen-Eistee. Definitiv. Ja. Wilma, danke. Also beim Rücken geht's super. Vielen Dank für die Nachfrage. Ich bin wieder fit. Zitrone. Was hast du jetzt? Zitrone, jetzt habe ich Zitrone. Ist lecker, gell? Schmeckt Zitrone auch, ist sehr frisch, Mann. Schmeckt nach Zitrone, ist auch nicht zu säuerlich. Ja. Zitrone rein. Ist nicht zu säuerlich, nicht zu süß. Wirklich gut. Zitrone, echt? Also ich bin Eistee-Freak eigentlich. Ich habe eine Zeit lang... Okay, Mann, what the fuck? Ja, das Ding ist vor mir. Ich habe es nicht gerade gesehen. Also bei Eistee und so bin ich richtig immer kritisch. Weil ich trinke eigentlich nur Lipton-Eistee. Lipton? Was auch richtig gut schmeckt, ist Futzer-Tee, also Fuse-Tee. Was sagt der Kenner? Lipton Sparkling. Ist gut, gell? Also das Gute an den Zitronen-Eistee ist, du schmeckst die Zitrone halt wirklich raus. Ja, die Geschmäcker sind krass. Die Geschmäcker sind echt krass. Echt krass, Mann. Die sind echt krass. Und das ist aber auch jetzt nicht so säuerlich, gell? Weißt du, so... Ja, nicht so sauer. Ja, und auch so, nicht zu so süß. Auch nicht so pappsüß. Auch nicht so süß, aber so... Ends gut. Also du könntest die Packung einfach, wenn du Durst hast, auf komplett exen. Echt geil. So, Melone. Darauf bin ich sehr gespannt, oder? Ja, gönn dir. So muss man testen. Kleiner Finger raus. Alter, die sind irgendwie, ich will nicht übertreiben, aber die sind halt echt perfekt. Keine, nicht bitter, nicht zu süß. Weil ich mag eigentlich Eistee nicht, weil das ist immer so bappig dann. Ja, und voll dann. Süß, voll. Ich mag das eigentlich aber auch. Ey, das ist doch krass. Kennst du den Eistee, den du selber machst? Oh mein Gott, ja. Wo du mit Wasser aufgießt und so, ja. Wenn du das machst nach diesem Rezept, ja. Ja. Das ist so süß und auch die Farbe. Also zum Beispiel so Pfirsich ist so brutal dunkel, ja. So richtig dunkel und trinkst du das und es ist pappsüß einfach, ja. Und das ist halt richtig gut, also guter Ding. Guter Mix von allem. Guter Mix einfach. Da habe ich auch vorbeigeschaut. Alter, ich habe gerade so Gänsehaut bekommen. Ich bin mega Capital Bra Fan, aber wie geil schmeckt das bitte, ohne Scheiß. Ja. Danke. Das schmeckt halt richtig nach Wassermelone raus, als würdest du Wassermelone selbst gepresst haben. Oder? Oh mein Gott, auch so ein geiler Nachgeschmack. Ja, das ist irgendwie pappsüß. Ja, das haben wir ja, schon. Und auch genau nicht das haben wir gesagt. Gas, krass. Genau das haben wir gesagt. Ja. Wir sind ehrlich heute, Freunde. Wir sind einfach ehrlich, Mann. Alter, echt, ich bin beeindruckt. Wir sind echt beeindruckt. Fazit-Time. Chong Banks, der Eistee-Kenner. Also, ich schwöre, der Eistee von Capital Bra, richtig geil. Ich muss sagen, richtig nice, ja. Also ich habe direkt Lipton-Eistee weg. Fuse-Tee auch weg. Arizona, verpiss dich jetzt, Alter. Jetzt sind noch Arizona Capital ist drin. Mega krass. Ja, Mann. Eigentlich schon, Mann. Alter, Arizona ist eigentlich für mich, Arizona war für mich immer so das Beste, ja, das Beste. Aber das ist echt gut. Oh geschmacklich Gott. Top. Für mich an Nummer 1 Zitrone, dann Wassermelone, Pfirsich und dann Granatapfel. Zitrone überraschend, ja, normalerweise nicht das Beste, nie das Beste. Ja, aber für mich selbst das Beste. Und ich muss euch auch sagen, vom Zuckergehalt echt gut. Das kann ich auch meinen Kindern geben, ohne schlechtes Gewissen, zu viel Zucker, zu viel Ding. Ich kaufe das safe, Alter, safe, Mann. Ja, okay, krass. Baresch, kurz deine Meinung? Ja, ich als Capital Bra Fan werde das jetzt lebenslang trinken. Ganz ehrlich. Unfassbar. Ja, testet es echt selber. Testet es auf jeden Fall. Ja, an alle, die Shisha-Bars führen, und nach Lockdown und so, bietet das an, das geht dann bestimmt durch die Decke. Ja, Mann. Und schlafbar, was ist das für ein Geschmack, Mann? Und Arizona das war's auf jeden Fall von uns. Danke, dass ihr uns das geschickt habt. Hat uns auf jeden Fall gefreut. Hat uns tatsächlich geschmeckt. Und probiert es aus, testet es. Und das war's von uns, Leute. Aber wie geil haben die das bitte gemacht? Der Chong hat den Code geknackt. Den gibt's eigentlich erst am 13.12. Oh mein Gott, echt jetzt? Ja, er hat ihn geknackt. Das war genauso Kleck, macht das dann. Ja, genau. Schau hier. Richtiger Mann. Retalk, Mach mal Retalk, komm. Damit Okay, jetzt kannst du die Zahl sagen. Was war die Zahl? Wie soll ich sagen? Die erste Zahl. 8. 8, ja. 8. Und dann? Mehr sag ich nicht. Okay, wenn sag's ich auch mal. Sag die zweite Zahl, oder? 7. Und du, Hom, letzte Zahl? Die letzte Zahl war
7877.